kurz. Ja, das ist fantastisch. Das gibt es bei uns in Deutschland auch nicht. Dass es alles in einem abgeschlossenen Raum ist. Da weiß man, dass im Winter kalt wird. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. In the silence of my room, I sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my dream. Ja, eigentlich wollte ich ja dieses Jahr hier gar keinen Stopp machen, aber wenn wir schon genau die Straße fahren, dann fahren wir nochmal hier, halten wir nochmal beim Stillen Volk. Ein Video zum Stillen Volk mit vielen Informationen oder einigen Informationen findet ihr in der Infobox. Tue ich nochmal das Video verlinken. Das hier heißt das Stille Volk. Das steht hier das ganze Jahr über. Die werden immer wieder mit anderen Kleidern angezogen, im Sommer und im Winter. Und da führt ihr auch einen Weg durch, kann man sich alle anschauen. Und wir standen schon mal hier vorne bei irgendwelchen Figuren mit dem Mattis und Samuel und haben ein Bild gemacht. Ja, seit 1994 stehen diese knapp 1000 Figuren hier und werden zweimal im Jahr neu eingekleidet. Von der Wiese sozusagen. Der Kopfschmuck und von Altkleidersammlung die Kleider und vom Künstler selber, ja, kriegt man aber keine Antwort, warum, wieso, weshalb. Interessant ist natürlich der Gedanke, wenn man die Figuren entkleidet, dann bleiben hier noch knapp 1000 Kreuze stehen. Und was das für eine Bedeutung hat, ja, kann jeder mal selber drüber nachdenken. Habe ich im damaligen Video ja auch schon so ähnlich formuliert. Im Moment, heute, die Sonne kam raus, da sieht hier alles schön bunt aus. Also da macht es einen richtig fröhlichen Eindruck. Im Winter, wenn hier Schnee liegt, ist ein Bild hier in dem Prospektchen drin. Und ja, alles ein bisschen düster, trist ist, dann wirkt das Ganze ein bisschen traurig auf dem Bild. Also es ist ganz interessant, wie sich so ein Ort wandelt. Pause machen lohnt sich hier. Kann man sich ein Andenken kaufen, ein Käffchen trinken. Oder was Leckeres zu essen kriegt man auch. Also, nicht vorbeifahren, vorbeischauen und das stille Volk betrachten. So, also bei dem Schild müsst ihr aufpassen. Und hier geht's auf den relativ großen Parkplatz. Also der war damals frei und der ist jetzt frei. Da sind die Häuschen, da hinten ist stille Volk. Ist ein kurzer Stopp. Kann man mal mitnehmen auf so einer Tour. Also, das ist einfach mal was. Da braucht man nicht lange laufen. Da kann man sich auch mal hinsetzen, was essen. Kann die Zeit genießen, kann die Gedanken schweifen lassen. Also, es gefällt mir hier irgendwie. Ist so, hat was Magisches. Gibt ja immer so Leute, Nordkap, Nordkap, Nordkap. Aber es gibt so viele schöne, magische Orte und ich finde, das hier ist so ein besonderer. Und wenn man da in Ruhe ein bisschen durch das stille Volk durchläuft, es hat was. So, bei uns geht's weiter. Ja, da wird mir schon schwindelig beim Zuschauen. Ja, wir sind angekommen auf unserem neuen Campingplatz. Aber du machst wieder die ganze Party. Wir haben erst Mittag, 14 Uhr. Und nehmen uns heute mal ein bisschen Zeit. Heute Nachmittag. Wir haben jetzt die letzten Tage so viele Programmpunkte gehabt. Sind so viel gefahren, haben so viele Kilometer zurückgelegt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich verdauert am Tanken irgendwie.
ja, dass Finja mal ein bisschen mehr Zeit hat zum Spielen hier. Ich kann ein bisschen am Laptop mal die ganzen Bilder runterladen und GoPro-Videosachen und Drohnen-Videosachen und Kamera-Videosachen. Ich habe jetzt schon über 300 GB und 500 verschiedene Videodateien. Ja, irgendwann sollte ich mal anfangen, auch die Sachen zu schneiden, weil sonst wird es so ein großer Haufen. Ja, gell, stimmt's, muss ich das mal machen. Und für den Murphy ist natürlich auch schön. Hier hinten sieht man, also im hinteren Bereich hier, da führen lauter kleine Wege rein. Da kann man im Wald schön Gassi gehen, spazieren gehen. Sie hat mir gerade eine Wanderkarte gezeigt, die habe ich jetzt drin, die zeige ich später nochmal. Gibt es ganz bekannte Wandmalereien hier, die man besichtigen kann. Und es gibt eine tolle Schlucht, in der auch ein Boot fährt, dass man eine Bootstour machen kann. Also scheinbar ist es, also ist ja ein Nationalpark hier, also scheinbar auch ein ganz toller Platz hier, um den als Ausgangspunkt zu nutzen, um dann ein bisschen, ich zeige es mal auf der Karte, ich blende es mal ein, ein bisschen westlich sozusagen von dem Campingplatz hier, ein paar Kilometer, ja, dann den Nationalpark zu erkunden, wandern zu gehen, Ausflüge zu machen. Ja, ist wieder am, natürlich, klar, wie fast jeder Campingplatz, am Wasser da hinten gelegen. Ist nicht so groß. Also die Hütten sind scheinbar, die man da am Rand sieht, sind alle vermietet, hat sie gemeint. Also gut, dass wir mit einem eigenen Camper da sind. Da hinten das große Rote ist das Sanitärhaus. Gucken wir uns gleich mal an. Ich muss nämlich auch mal aufs Klo gehen. Beste! Huch! Huch! Ja, hier kann man spülen. Mülltrennung gibt es auch. Herd, Mikrowelle, Gaskocher, was zu lesen, Tische und Bänke. Na, das ist doch toll, oder? Yep. Die Griffe sind ja toll. Diese Holzgriffe. Wäsche waschen? Haben wir was zum Wäsche waschen? Nein. Nein, gut. Hier darf man. Hier darf man rein. Warum darfst du nicht in der Frauenküche rein? Was ist denn das Lustiges? Ich stinkt es ein bisschen? Ekelhaft. Riecht ein bisschen komisch irgendwie. Was ist hinter der Tür? Doch, ein Klo. Ein Klo? Aber das sieht doch sauber aus. Und? Aha. Eine Dusche. Was gibt's hier? Frischwasser. Genau. Direkt drüber gelaufen. Frischwasser war da. Ich habe es mir eben schon gedacht. Und Abwasser kann man hier hochheben. Hier haben wir die Rezeption und einen kleinen Minimarket und Kaffee und ein bisschen was zu snacken gibt's hier. Gehen wir jetzt ein Eis essen. Na? Wo ist Eis hier? Hast du beim Eis von dem Kühlschrank geguckt? Na, da ist es nicht. Was gibt's da? Dankeschön. You're welcome. Auf jeden Fall gibt es hier einen schönen See. Oh, oh, ich glaube da hinten. Lass uns mal dahinter gehen. Ach, das ist so schön. Die haben ja überall Grillstellen. Und nicht nur, dass sie Grillstellen haben. Ich meine, Entschuldigung. Also, eine Grillstelle mit der Aussicht. Ah, das ist doch. Das ist doch was Feines. Das ist doch was Feines. Ah, hier könnte ich den ganzen Tag sitzen. Hier könnte ich eine ganze Woche sitzen und nur grillen. Eieiei. So. Und ich denke, Finja wird hier auch glücklich, oder? Sandstrand? Sandstrand zum Buddeln? Herrlich. Und hier oben darf man kostenlos die Sauna nutzen. Ja, hallo? 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 Ist das schön? Das ist ja ein Platz schöner als der andere hier, wo wir langkommen. Gibt's ja gar nicht. Da könnte ich mich gar nicht entscheiden. Okay, dann bald ab.
Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart. Without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be. Guten Morgen. Wir verabschieden uns von diesem wunderschönen Fleckchen Erde. Die Dusche war wieder spitze. Also ich weiß nicht, warum das manchmal überall immer Geld kostet mit Duschen oder der Strahl nicht vernünftig ist oder man mit Absicht die Brause sozusagen langsamer stellt. Also hier kann man alles einstellen mit Temperatur und die Brause hat einen dermaßigen Strahl. Das ist also wirklich eine wahre Freude. Gestern hat mir Finja ja immer schön geholfen. Das ist natürlich auch wichtig, dass es alles mitkriegt. Aber manchmal will man ja auch fertig wissen. Ihr wisst ja, wie es ist, so Campingalltag. So ein Tag geht immer schnell zu Ende. Und zwischendrin will man sich noch was anschauen. Da ist der Tag gar nicht mehr so lange. So, genug geschwätzt. Macht's gut. Mal gucken, was heute ansteht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf unserem Kanal. Feel free on tour.